So, ich bin durch einen Anruf unterbrochen worden. Den Inhalt des Anrufs kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe am Dienstag einen Termin mit der Firma Andreas Hoffmann. Trockener als trocken geht es in der verschimmelten Wohnung hier nicht. Ich weiß nicht, was das Theater soll. So. Ich lese immer noch EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Und ich hatte mir vorgenommen, eine Dreiviertelstunde das Buch zu lesen. Ich habe die Uhr zurückgesetzt und ich mache jetzt einfach mal in Ruhe weiter. So. Drittens die Geschäftsvorfälle. Bin ich angekommen in Lektion 13. Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben und es geht um die Fahrten, Wohnung, Betrieb. Und es geht um Fall 63. Ein Ingenieur hat es manchmal schwer. Ingenieur S ist Inhaber eines Ingenieurbüros. Die Wohnung ist 10 Kilometer von seinem Büro entfernt. Er fährt nach 230 Tagen im Jahr in das Büro. Er hat einen PKW im Betriebsvermögen. Der Bruttolastenpreis beträgt 50.000 Euro. Berechnen Sie bitte die Höhe der nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Bruttolistenpreis 50.000 Euro mal 0,03% mal 10 Entfernungskilometer gleich 150 Euro mal 12 Monate sind 1.800 Euro. Das sind die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Minus 230 Tage mal 30 Euro Entfernung pro Kilometer mal 10 Kilometer Entfernung sind 690 Euro. Das sind nicht abziehbare Betriebsausgaben von 1.110 Euro. Der positive Differenzbetrag in Höhe von 1.110 Euro ist eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Finde ich relativ schwierig aus dem Text davor, das ist in dem vorangehenden Video, auf die Rechnung zu kommen. So, ich bin jetzt angekommen bei Fall 64, der Ingenieur und das Fahrtenbuch. Ingenieur I beschließt für das nächste Jahr ein Fahrtenbuch zu führen und tatsächlich überreicht er es Ihnen zur Ermittlung des Eigenverbrauchs. An anteiligen Kosten für die Fahrten Wohnung, Arbeitsstätte sind insgesamt 1.200 Euro angefallen. Wie hoch sind die nicht abziehbaren Betriebsausgaben, wenn unterstellt wird, dass er sein Büro ebenfalls an 200 Tagen, 30 Tagen aufsuchte. Kosten, Wohnung, Betrieb gemäß Fahrtenbuch 1.200 Euro minus Entfernungspauschale wie Vorjahr 690 Euro. Nicht abziehbare Betriebsausgaben sind 510 Euro. 510 Euro sind als nicht abziehbare Betriebsausgaben zu behandeln. Das heißt, mit einem Fahrtenbuch spart man Geld an der Stelle. So. Fall 65, Variante berechnen. Ich verstehe es noch nicht alles so richtig. Die Kosten gemäß Fahrtenbuch betragen nur 550 Euro für die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte. Was ist zu beachten?
Sind die Kosten in Klammern oder 0,03% des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer, Klammer zu, geringer als die Entfernungspauschale, ist keine Korrektur erforderlich. Es wird auch keine negative, nicht abziehbare Betriebsausgabe, also faktisch eine Betriebsausgabe, gebucht. Hinweis: Greift jedoch die Kostendeckelung, das bedeutet, der Eigenverbrauch nach dem Bruttolistenpreis ist höher als die tatsächlich, angefallenen Kosten, in Klammern, Folge ist, dass der Eigenverbrauch nur in Höhe der angefallenen Kosten anzusetzen ist, Klammer zu, ist zumindest in Höhe der Entfernungspauschale eine Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Ich verstehe es alles nicht. Ich würde mir, glaube ich, kein Auto ins Betriebsvermögen schreiben, wenn ich mir das hier angucke. Fahre ich lieber Bus und habe eine Fahrkarte. Dann soll das Finanzamt den Anteil der Eigennutzung berücksichtigen. Oder ich kaufe Fahrscheine, die kann ich vollständig absetzen. Fall 66, die nicht abziehbare betriebliche Steuer. Die Betriebsprüfung beim Spielwarenladen Tigerente ergab eine Gewerbesteuernachzahlung von 5.000 Euro und Zinsen zur Gewerbesteuer von 500 Euro. Handelt es sich um nicht abziehbare Betriebsausgaben? Die Gewerbesteuer ist eine nicht abziehbare Betriebsausgabe, auch wenn diese Steuer nur durch die unternehmerische gewerbliche Betätigung entstehen kann, darf sie nicht mindernd berücksichtigt werden. Das gleiche gilt für die steuerlich entfallenden steuerlichen Nebenleistungen, in Klammern wie Zinsen. Steuerliche Nebenleistungen sind zusätzliche Abgaben, die neben den Steuern erhoben werden können. Unter steuerlichen Nebenleistungen sind zum Beispiel zu verstehen: Säumniszuschläge bei verspäteter Zahlung der Steuer, Verspätungszuschläge bei verspäteter Abgabe der Steuererklärung beim Finanzamt, Zinsen, abhängig vom Zeitpunkt der Steuernachzahlung. Und jetzt geht es um Beschluss 4 Absatz 6 des Einkommenssteuergesetzes, Parteispenden. Spenden an politische Parteien unterliegen dem betrieblichen Abzugsverbot. Damit soll eine Verquickung von Wirtschafts- und Parteiinteressen vermieden werden. Und jetzt geht es um Beschluss 3c des Einkommenssteuergesetzes, steuerfreie Betriebsausgaben. Stehen die Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen im direkten Zusammenhang, ist der Abzug ausgeschlossen. Fall 67, das Abzugsverbot bei steuerfreien Einnahmen, Beschluss 3c Einkommensteuergesetz. Der selbstständige Architekt A soll für sein Lebenswerk mit einem Preis geehrt werden. Neben der Plakette ist die Auszeichnung mit einer Geldauszahlung von 20.000 Euro verbunden. An angemessenen Aufwendungen sind im Rahmen der Feierlichkeiten 1.500 Euro entstanden, in Klammern Hotelübernachtung, Aufwendungen für den Redenschreiber etc., Klammer zu. Beurteilen Sie bitte den Sachverhalt. Handelt es sich um nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne des Beschlusses 3c des Einkommenssteuergesetzes? Preisgelder zu Ehren eines Lebenswerks sind steuerfrei. Dementsprechend dürfen die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen auch nicht als
Betriebsausgaben abgezogen werden. Hier sind das 1.500 Euro. So, ich bin auch angekommen auf Seite 125. Nee, 123. Die Abzugsfähigkeit von Beteiligungsaufwendungen, Beteiligungen im Betriebsvermögen. Beteiligungseinkünfte, in Klammern Dividenden, gelten beim Empfänger als betriebliche Einnahmen und werden bei der Ermittlung des Gewinns berücksichtigt. Bei diesen Erträgen aus Beteiligungen erfolgt jedoch eine Steuerfreistellung von 40%, Beschluss 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes. Das bedeutet, 60% der Einnahmen werden für den steuerlichen Gewinn berücksichtigt. Der steuerrechtliche Terminus hierfür ist Teileinkünfteverfahren. Im Gegenzug dürfen auch nur 60% der Aufwendungen abgezogen werden, die mit der Anschaffung der Beteiligung im Zusammenhang stehen. Beschluss 3c des Einkommensteuergesetzes. So. Fall 68, das Teileinkünfteverfahren. Der Optiker O mit Sitz in der Hansestadt Hamburg verweist für das Jahr 01 einen Gewinn aus dem Optikergeschäft in Höhe von 150.000 Euro aus. In diesem Gewinn sind Gewinnausschüttungen der MGmbH in Höhe von 85.000 Euro, in Klammern 100%, enthalten. An der MGmbH ist der Optiker mit 85% beteiligt, wobei die damaligen Anschaffungskosten 500.000 Euro betrugen. Der Erwerb wurde über ein Darlehen finanziert. An Darlehenszinsen wurden 15.000 Euro, in Klammern 100%, bezahlt. Wie hoch ist der endgültige Gewinn? Vorläufiger Gewinn sind 150.000 Euro minus Steuerfreistellung von 40% von 85.000 Euro sind 34.000 Euro. Und dann gibt es nicht abziehbare Betriebsausgaben, 40% von 15.000 Euro sind 6.000 Euro und dann gibt es einen korrigierten Gewinn von 122.000 Euro. So, wichtig an der Stelle, das Darlehen zur Anschaffung der Unternehmensanteile ist nicht abzugsfähig. So, das sind nicht abziehbare Betriebsausgaben, deshalb kommen da nochmal die 6.000 Euro drauf. So. Jetzt verstehe ich auch das Beispiel. Das ist alles relativ kompliziert. Wie gesagt, Steuern muss man nicht verstehen, Steuern muss man hinnehmen. So. Nicht abziehbare Schuldzinsen aufgrund von Überentnahmen. Die nachfolgende Vorschrift ist etwa für die passionierten Naturwissenschaftler und besonders nochmal. Nicht abziehbare Schuldzinsen aufgrund von Überentnahmen. Die nachfolgende Vorschrift ist etwas für die passionierten Naturwissenschaftler und besonders den Mathe-Genies unter den Lesern gewidmet. Es handelt sich um die Vorschrift zum eingeschränkten Schuldzinsenabzug.
Damit endet das vielleicht sogar schon. Fall 69. Der eingeschränkte Schuldzinsenabzug. Rechtsanwalt R. ist clever und arbeitet mit dem Zwei-Konten-Modell. Das bedeutet Konto Nummer 1, das Konto für die Betriebsausgaben wird über ein Darlehen finanziert. Alle Erlöse, Betriebseinnahmen jedoch fließen auf Konto Nummer 2. Er nimmt die Erlöse für private Zwecke in 01 insgesamt 150.000 Euro. An Schuldzinsen sind in dem Jahr 20.000 Euro angefallen. Sein Gewinn beträgt 50.000 Euro. Sind die Zinsen vollständig abzugsfähig? Nein. Es liegt ein Fall der Überentnahme vor. Eine Übernahme entsteht, wenn die Entnahme des Jahres höher sind als die Summe aus Gewinn und Einlagen. Entnahme 150.000 Euro, Gewinn 01, 50.000 Euro, Einlage 0 Euro, eine Überentnahme von 100.000 Euro. Fiktiv werden die Übernahmen mit 6% verzinst. Das sind 6.000 Euro. Schuldzinsen in Höhe von 6.000 Euro sind nicht abziehbar. Beschluss 4, Absatz 4a des Einkommensteuergesetzes. Hinweis: Zinsen zur Finanzierung von Anlagevermögen, zum Beispiel Kfz-Kredit, fallen nicht unter die Abzugsbeschränkungen. Diese Zinsaufwendungen sind komplett abziehbar. So. Ein zweites Konto ist kein Anlagevermögen. So, ich habe noch 3 Minuten auf der Uhr und ich bin gestört worden. Ja. Sowas ist ärgerlich. Ich mache für heute Schluss.